Es ist der eigene Verstand, nicht der Feind, der einen auf böse Wege lockt, sagte der Buddha. Unser Kaiser hatte sich tatsächlich verändert. Der Samen der Selbstgerechtigkeit, der vor langer Zeit gepflanzt und durch anhaltenden Erfolg genährt wurde, hatte begonnen, Früchte zu tragen. In Devapalas Augen rechtfertigten die Ziele nun die Mittel, egal wie schrecklich oder kostspielig. Und so befahl er einen Feldzug nach Süden, um die Pandyas, ein stolzes Volk, ehemalige Verbündete und Handelspartner von ihm, zu unterwerfen und ihnen die Lehren des Buddha zu bringen. Ich stürmte in die Kammern meines Kaisers und bat ihn, es nochmal zu überdenken. Unnötige Aggression ist nicht das Merkmal eines tugendhaften Herrschers, sagte ich. Und erzwungene Bekehrung bestärkt nur die Entschlossenheit eines Volkes gegen das Glaubensbekenntnis. Ich sagte ihm, dass dieser Krieg Tausende von Menschenleben kosten und unzähligen weiteren Leid bringen würde. Aber die Worte, die ihn einst auf den Weg des Lichts führten, stießen nun auf taube Ohren. Wenn man sich dem Gipfel des Berges nähert, wird der Halt immer schwieriger. Jetzt konnte ich nur noch hilflos zusehen, wie die Armeen eines Tyrannen über ein neues Opfer herfielen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Cousin. Ich werde die schwachen Pandyas in die Knie zwingen, koste es, was es wolle. Ich bin mir bei diesem Unterfangen nicht so sicher, ehrwürdiger Devapala. Krieg schafft nur mehr Unzufriedenheit und Leid, nicht weniger. Unsere Möglichkeiten, Vorräte zu beschaffen, sind begrenzt. Wir sollten uns auf dem Meer nach Nahrung umsehen und feindliche Burgen plündern. Hi. Wenn ihr diese Länder erobern müsst, dann tut dies bitte so schnell und unblutig wie möglich. Jeder Tropfen Blut, der vergossen wird, ist ein Schritt weg von eurer Erleuchtung. Ausnahmsweise ergeben die Worte des Beraters Sinn. Wenn wir eine Flotte bauen, können wir die Pandya-Festungen vom Meer aus dem Erdboden gleichmachen.
Duyak. Konunkari. Hey. Katuria. Wir haben eine Pandeaburg dem Erdboden gleichgemacht. Das Land, das sie verteidigte, gehört jetzt uns. Pala Armeen so weit im Süden? Was habt ihr vor, Devapala? Thank you.
fertig. তৈয়ার, খননকারী, হরির নামেতে সত্তরে আমি যাই, হয় হয়।
Wir haben eine Pandeaburg dem Erdboden gleichgemacht. Das Land, das sie verteidigte, gehört jetzt uns. Das Pandya-Land wird fallen. Und was dann? Werdet ihr ganz Indien eure dogmatische Herrschaft aufzwingen? Hey. Adesh. Konun Kari. Ein guter Eroberer ist kein Metzger. Euer Verhalten hat Mönche dazu inspiriert, das Wort des Buddha zu euren neuen Untertanen zu bringen. Wir haben eine Pandya-Burg dem Erdboden gleichgemacht. Das Land, das sie verteidigte, gehört jetzt uns. Die Pandya-Länder gehören jetzt uns, Cousin. Euer Ruhm kennt keine Grenzen. Das ist unerhört! Wir werden nicht tatenlos zusehen, während ihr unsere Nachbarn unterdrückt. Das bedeutet Krieg.
তোমার সেবায় সত্য আদেশ তোমার সেবায় আদেশ সত্য খননকারী হরিনামেতে আমি যাই হরির নামেতে হয় আদেশ তোমার সেবায় হে তৈয়ার
Konunkari. Die Burg der Rashtrakuta liegt in Trümmern. Sichern Sie die Gebäude und setzen Sie unseren Vorstoß in feindliches Gebiet fort. Werden die geplünderten Vorräte ausreichen, um eure hungernde Armee zu ernähren?
Hey! Adish. To yaar. Khonun kari. Die Burg der Rashtrakuta liegt in Trümmern. Sichern Sie die Gebäude und setzen Sie unseren Vorstoß in feindliches Gebiet fort. Werdet ihr mich töten, Devapala? Eure liebe Mutter stammte aus diesen Ländern, Devapala. Eure Invasion spuckt auf ihr Andenken. Horidna mete. Shotture.
Ihr wagt es, unseren herrlichen Tempel zu bedrohen? Die Götter werden über euer Schicksal entscheiden. তোমার সেবায় আমি যাই আদেশ তোমার সেবায় আমি যাই তোমার সেবায় সত্তরে আমি যাই হয় কাঠুরিয়া খননকারী হে হয় জুগাড়িয়া আদেশ হয় সত্তরে সত্য হয় খননকারী
নিতে সত্তরে হয় আমি যাই হয় সত্য সত্য হয় আমি যাই Eure Arroganz hat euch dazu gebracht, diesen großen Tempel zu zerstören. Und wofür? Der Buddha weint, während die Götter vor Verachtung die Augen verschließen. Euer Plündern wird die Entschlossenheit meines Volkes nicht brechen. Unsere Rache wird süß sein. Du verlierst nur, woran du dich klammerst, sagte der Buddha. Auch Devapala fand das heraus. Je fester er seine Faust um den Süden ballte, desto mehr glitt er ihm, oder vielleicht genauer dessen Asche, durch die Finger. Mein Kaiser und sein kriegerischer Cousin hatten einen Albtraum geschaffen. Es war kein Jubel zu vernehmen oder Stolz zu spüren, als die Pala-Armee ihre Zelte abbrach und den langen Marsch nach Hause begann. Der Gestank des Todes und des Rauchs erfüllte die Luft, unterbrochen von den eindringlichen Wehklagen der gebrochenen Menschen, die mein Kaiser und seine Streitkräfte zurückließen. Gequält von der Erkenntnis seiner Arroganz und deren Preis, sprach Devapala während der wochenlangen Heimreise kein einziges Wort.